So, meine lieben Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen hier zu Teil 2 meiner Schweizer Pässe-Tour. Ich habe übernachtet im Erlenbacher Hus, das ist so eine Art Jugendherberge und ist absolut empfehlenswert. Ist sehr freundliche Bedienung, sehr netter Service, gutes Essen. Günstig ist es nicht, es sind Schweizer Verhältnisse, aber es war sehr gemütlich da drin. Und jetzt haben wir kurz vor 6 und heute auf dem Programm stehen noch der Albula-Pass und das Stülfserjoch. Und ich habe über mir einen wunderbaren Sternenhimmel, den sieht man jetzt ganz schlecht, weil der Bewegungsmelder gerade angegangen ist. Ich schätze mal, in einer Stunde bin ich da und dann geht es, wie gesagt, über Stülfserjoch dann heimwärts und noch ungefähr 5 Stunden Fahrt. Und ich muss mich beeilen, weil laut Wetterbericht es regnen soll. Und auf Stülfserjoch im Regen habe ich jetzt nicht unbedingt große Lust. Aber naja, machen wir uns auf den Weg. Na, das war ja klar, dass jetzt der Bewegungsmelder ausgeht. So, das ist also hier der Albula-Pass. Ich stehe gerade unter den zwei Albula-Trail bewachenden Ziegenböcken und in der Früh ist hier nichts los. Das ist ganz, ganz toll. Du hast die ganze Straße für dich allein. Keine Motorradfahrer, keine Autofahrer, keine Fahrradfahrer. Du und die Berge. Es ist vollbracht hier.
stehe ich auf dem Stilfserjoch. Und es ist eigentlich gar nicht so viel los, wie ich anfangs gedacht habe. Ein paar Sportwägen sind unterwegs, ein paar Motorradfahrer, aber es hält sich noch in Grenzen. Und es ist bombastisch. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es regnet und die 42 Haarnadelkurven im Regen, da hätte ich jetzt wirklich keine Lust drauf gehabt. Aber da unten sieht man noch einen Teil. Aber es ist strahlender Sonnenschein. Hätte ich nicht gedacht. Also eigentlich hieß es, es regnet. Umso besser. Also in das Tal muss ich nachher, da freue ich mich jetzt schon drauf. Da liegt noch ein bisschen der Dunst drin. Aber jetzt gönnen wir uns erstmal einen Kaffee. From a land on the other side, on the top of a mountain that can turn you to ice. Take a left on the highway. With Derek ruled by his own plea, and you do as you're told. If you're told not to speak, take a left on the highway. But beware of the man. From a land by you might see, every sign in the morning says you can't ever leave. Take a left on the highway. And if you're lucky one day that you get paid, but know every cent is his own true way. Take a left on the highway. The highway.
So, liebe Leute, das war es jetzt vom Stilfser Joch. War eine schöne Fahrt hier runter. Nicht jede Kurve habe ich sauber gekriegt, aber Übung macht den Meister. Ja, genießt noch mal ein letztes Mal den Ausblick da oben auf das Joch mit den Gletschern. Ich fahre jetzt nach Hause, brauche noch circa 5 Stunden und wir sehen uns auf der Straße wieder.